Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Total War 2, das DLC, die Vampirküste. So, eure ruchlosen Taten schlagen hohe Wellen. Euer Name wird auf See gefürchtet. Oh, wir sind schon auf Platz 12. Und wollen wir nicht auf 14? Ja, Infamie ist schon klar. Letztes Abendmahl. Einige junge und unbedachte Magienutzer auf der Suche nach dem Wissen der Verjüngung haben sich an Ogre Gastromantie versucht. Doch das Vorhaben endet katastrophal, als der große Schlund selbst heraufbeschwört wird. Der Schlund leckt sich die Lippen angesichts des vor ihnen liegenden Festmahls und verschlingt die unglücklichen Magier auf der Stelle, ehe er mit dem genügsamen Röpser wieder abtaucht. Diese arkane Aufruhr hat die magischen Winde aktionsweit verzerrt. Okay. 5 Runden weniger Magie. So, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt hier die Blutsümpfe besiedelt. Und Souls are booty. ja, jetzt muss ich hier meine Leute mal ein bisschen ranhalten. Die sind quasi, müssen ja wieder geheilt werden. Ich habe noch ein paar gekauft. Ne? Und haben jetzt hier einen Punkt mehr. Das haben wir noch nicht. Wir machen erstmal die Standardsachen. Und dann war es das schon wieder. Ich würde aber sagen, wir I am können listening. hier mal nach King of Schatz the suchen. Vampire Coast. So. Der verschollene Konvoi. Ein Konvoi aus Handelsschiffen, die Unmengen an Kostbarkeiten über die nahe Handelsroute transportieren, wurde vom wütenden Meeresgott Stromfels in die Tiefe gezogen, was den Ärger wohlhabender Händler und Investoren in die Heimathäfen geweckt hat. In dem Wissen, dass ein solcher Schiffsbruch zu einer sehr profitablen Bergungsaktion führen kann, segelt ihr in das Gebiet, doch wie zu erwarten, haben auch andere davon Wind bekommen. Ihr könnt euch weiter nähern, aber das würde möglicherweise zur Konfrontation auf See führen. So, möglicherweise müsst ihr den Feind besiegen, möglicherweise erhaltet ihr einen großen Schatz. Ihr wartet nur einen mickrigen Schatz. Ah, nee, komm. Wir segeln und kämpfen gegen Petey. Er hat Kanonen. Und hier Geschossarmee. Wir kämpfen. Wir sind zwar nicht voller Mann, aber wir kämpfen. Wir sind ja Gott sei Dank Untote. Untote gegen Untote, das dürfte klappen. Aber er hat halt. Oh, der hat hier Hellebarden-Zombies. Und was ist das? Hellebarden. Das ist, glaube ich, auch ein Magier? Ein Magier. Das sind auf jeden Fall stärkere Einheiten als diese Säbeltypen, die haben ja keinen Schutz. Und die sind gefährlich. Die und die Kanone, die drei. Ach, die sechs eigentlich hier. So, wir versuchen mit denen ein Flankenmanöver zu machen. Und wo sind meine schlanken Jungs? Müssen auch noch Hügel rauf. Wo sind bei denen die Bombarden? Natürlich doof, wenn ich Bombarden angreife. So, Idee. Wir werden einfach. Was ist das für eine Einheit? So. Zum Flankieren. Ihr vielleicht. So, wir greifen mit dem Fernkampf an und bleiben oben, haben wir schon gedacht. Marschieren. Ihr marschiert dahin. Das wird meine Infanterie. Mit. Mal davor. Die Granaten. Ich gern beide im Zentrum. Und ja, du kannst einfach hinterher.
Da ist die Kanone. Jetzt haben wir hier Nahkämpfer, ne? Kann ich die irgendwie kurz durcheinander bringen? Ihr rennt in den Wald. Hier, Nachladerbasis. Okay, war eine schlechte Idee. Und zurück. Los, Fledermäuse. Das war eine doofe Idee. Der ist gleich tot. Wir laufen schon. Niemanden vergessen. Ah. Die werden die Zombies platt machen. Das ist doof. Gehen beiseite. Ihr müsst dahin. Ich glaube, die können nicht so weit kämpfen. Ich weiß nicht, wie stark die sind, aber... Wer ist das denn, meiner? Oh, der ist aber weit vorgelaufen. Achso, den habe ich auch schon gelegt. Rennst du dahin? Rennst in den da rein? Nein, ich will nicht weg da. Guck mal. Jetzt könnt ihr ihn töten. Ja, jetzt machen wir kurz Pause, oder? Wir brauchen unsere Infanterie. So, auf die Hellebardenträger. Gut, der ist Geschichte. Dann auf die Pistolenleute. Dann können die nämlich auf die schießen. Ach, ja, die Kolosse laufen schon. Auf die nächsten. Auf die Büchsenleute da. Nebenbei verfluchen wir die hier. Und dann sollte das schon das gewesen sein, ne? Ah, da laufen sie gleich alle. So, von hinten. Müssen die ja platt kriegen. Kannst auch kämpfen. Los, Attacke. No escape. Ja, die Moral müsste da gebrochen sein, wenn er von der Seite, von hinten, von vorne angegriffen wird. Nee, irgendwie ist die Moral nicht gebrochen. Irgendwie vergessen? Oh, ich habe was vergessen. Das ist doof, das ist doof, das ist doof. Starke Einheiten habe ich vergessen.
Oh, der hat keine Kanonen mehr. Attacke. Du warst auch, dann holst du euch da. Attacke. Haben hoch große Verluste, aber die Infanterieeinheiten bringen halt gar nichts, ne? Oh, da hat der Magier nochmal losgelegt. Ich verfluchte. Mehr zu schießen oder was? Würde ich sagen, Fledermaus-Attacke. Bisher habt ihr mich eh noch nicht überzeugt, ihr Fledermäuse. Seid irgendwie ein bisschen schwach auf der Brust. Schießt du schon oder schläfst du? Das war's. Ja, also Infanterie ist der letzte Morgs. 400 Verluste, wir haben 2000 fast getötet, aber... Also wir brauchen unbedingt Kanonen. Und feindlich, also wenn wir jetzt gegen Chaos kämpfen oder so, brauchen wir unbedingt Kanonen, um die vorhandenen Reihen schon vorher auszulösen. Those fools. Das ist neu? Split the swag. Heute teilen. Halt eure Beute mit euren Kommandanten, wodurch die Loyalität steigt. Minus 50 Infanterie, aber haben wir ja gerade nicht. Verluste verstärken. Wir machen Verluste verstärken. Eine neue Karte, Admiral. Ob sich ihr Rätsel wohl lösen lässt? Da hinten. Da hinten. Aber wir haben mit zwei, das ist schon mal gut. Schatzkarten. Wir müssen mal die Schatzkarten, glaube ich, jagen. Ja, versteckten Schatz finden. So, der verschollene Konvoi. So gewaltige Reichtümer gehen auf dem offenen Meer nicht verloren, ohne dass Piraten davon erfahren. Es dauerte nicht lange, bevor eine Galeone auftauchte, an deren Steuerruder ein besonders angriffslustiger Vampir-Admiral stand. In einer Wolke von aus Breitseitenkanonen und zischenden Schwarzpulverwaffen blockierte er euren Weg. Nachdem ihr den untoten Freibeuter besiegt habt, habt ihr die Schatzkammer der Galeone leergeräumt, nur um den Konvoi zu regeln und sein Bergungsgut für euch zu beanspruchen. 8000 Gold. Boah, doch nicht ohne, ne? Nehmen wir mal mit. So, unser Anführer ist auch aufgestiegen. Dann, was haben wir denn hier? Verlust verstärkt. Wir haben große Verluste. 5% auf unsere Aura, Rettungszauber. Ich gehe erstmal da drauf. Wir haben einfach zu große Verluste. Und hier werden wir jetzt mal. Haben ja Geld. Ich hätte gerne einen Kommandant. Und hier sieht man die Treue: 1 bis 6, 2 bis 7. Ich hätte gerne irgendwas. Hohe Schlacht. Ausrauben und Überfälle. Dann nehme ich lieber den anderen. Denn Überfälle können wir immer starten. Hier, wir nehmen einfach mal den. Connor, der Verräterische. Na gut. Hat 4 und ist ein Magier. Das ist doch schon mal gut. Und hier, was ist das? Heul nimmt nicht ab, sag ich. Okay.
Der kriegt erstmal Unterstützung. Aufstellen und... Du, haben wir mit irgendeinem Krieg? Ich glaube, mit denen hatten wir Krieg. Ja, hieß noch die rote Schwerter. Gut, dann haben wir hier nämlich eine Einheit, falls sie uns in den Rücken fallen. Ich würde sagen, wir gehen, rüsten uns hier wieder auf. Die Fledermäuse haben mich überhaupt noch nicht überzeugt. So. Ja, wir würden nochmal zwei von ihnen. Wir brauchen unbedingt stärkere Infanterie. Das ist alles andere ist ein Witz. Und die machen sich eigentlich immer gut. Dann war es das quasi schon wieder mit der Runde. Wir müssen mal überlegen, ob wir auch irgendwie mal eine Schmiede bauen können. Irgendwie, dass diese Zombies, Untote irgendwie stabiler werden. Brechen irgendwie zu leicht zusammen. Das ist irgendwie zu geil. Meine Scham. Northmen kommen. Oh. Nordmänner. Starke Infanterie. Gut, wir bleiben erstmal hier und gucken, was er macht. Master. Ja, wir rüsten hier ein bisschen auf. Eine Runde, dann haben wir einen Hafen. Und ja. My madness is not weakness. Oh, schaltet Heldenrekrutierung frei. 2000, machen wir. Komm. Können wir noch irgendwas rekrutieren? Machen wir. Eine Einheit fehlt noch. Ich hätte gerne hier noch einen Nahkämpfer. Nicht so ein dicker. Na ja, komm, nochmal so einen Explosiven. All bones on deck. Ne, der kann nur Pistolen. Ja, ein komm, einen machen wir. Ja, und dann ist voll hier. Ja, können wir in dieser Provinz nicht, ja. Träumen. Was will der? Unbeendet auflösen. Ja, ich brauche nichts machen mit ihm. Wir bleiben in der Stadt, weil ich erwarte jetzt einen Angriff. Ich weiß nicht, wer das ist hier. Feindliches Schiff. Ich warte da nochmal. Und er kann sowieso gerade nicht weitergehen. Wir müssen noch... Ja. Also. Zapfenstreich. Nächste Runde. Brauchen bessere Infanterie. Und Kanonen. Ja, oh, da kommt sowas von zu mir. Eine Runde noch. Ja, Kriegserklärung. Na gut, was soll ich machen? Gut, das haben wir von hinten und von vorne. Ach, hier ist jetzt Frieden. Ahoi, wir haben ein feindliches Lager gefunden, in dem kein Leben mehr gibt, in dem es kein Leben mehr gibt, nur noch unzählige Leichen. Die Lichtung ist übersät mit halb zerfressenen Körpern. Die Gefallenen waren Eliteschützen. Einer von ihnen wird uns doch sicher nützen. Oder sollten wir besser die Kreatur ausfindig machen, für dieses Massaker verantwortlich ist? So, Fluch Artillerie, also das heißt, wir kriegen einen Artillerieschützen. Da wir keine Artillerie haben, brauchen wir den nicht. Leitheimsucher ist wahrscheinlich ein Nahkämpfer. Ja, Kajüte haben wir gebaut. Helden haben wir rekrutiert. Rätselhafter Pirat. Einer eurer Kumpanen hat eine interessante Nachricht geschickt. Captain, ein mysteriöser Pirat, scheint jede unserer noch so kleinen Regungen zu beobachten. Er soll von Küste zu Küste entlang von Taverne zu Taverne ziehen... Unverdächtige Fragen stellen. Der führt nichts Gutes im Schilde. Wir bleiben also besser wachsam. Machen wir. Heldenrekrutierung erfolgreich. Okay. Wir sind schon auf Platz 12. Das heißt, wir waren noch eh hier 19, ne? Quick. Also, wir waren voll 10.
Tschüss. Ich will den Held drin haben. Kann er überhaupt? Magier ist es nicht, denk mal, Nahkämpfer. Oh, Schläger, Feldherr, ja, Nahkämpfer. Gut, damit er Punkte kriegt, kann er sich schon mal anschließen. Achso, haben wir auch gleich eine Heldenaktion gemacht, okay. Wir haben jetzt, sag mal, 4 starke Infanterieeinheiten, die anderen kannst du nicht rechnen. Dies ist eher, ja. Gut, ich warte noch, bis der kommt. Also ich brauche mich da jetzt nicht so, ja. Bauen können wir wohl nichts. Aber er ist keine mobile Basis, ne? Der hat sowas nicht wie der Captain. Also wie der Harkon hier. Aber dann auch nichts ausbauen. Ready. Kann der noch irgendwo aufsteigen? Können wir hier irgendwas machen? Nö, keine Punkte. Beendet die Runde durch Auflösen oder Überspringen. Ah, so, das wird interessanter. Können wir irgendwas machen, damit die uns treuer sind? Ich habe keinen Bock, dann immer gegen meine eigenen Leute zu kämpfen. Oder können wir irgendwas machen, was die Infanterie-Besatzung befehligt? Irgendwie öffentliche Ordnung, Einkommen, Führerschaft, irgendwas, was die irgendwie stärker macht? Bonus gegen große Feinde. Horde, Zombie-Deckarbeiter, Nahkampfabwehr. Dauert aber 10 Runden. Würde ich aber nehmen. Waffenstärke. Verluste ist auch nicht uninteressant. Schoss. Resist. Wir haben schon alles offen, ey. Wir können jetzt schon hier sehr, sehr viel alles quasi irgendwie lernen. Bin ich nicht schlecht? Gemeine Hunde, Vampir-Fledermäuse, Deckwerfer. Die Fledermäuse dann. Tja, irgendwie war nur hier hinten was, ne? Zombie-Deckarbeiter, Wächter der Tiefe, Horde zum Partner. Hier nicht so glücklich. Also ich brauche immer starke Infanterie. Irgendwie wegwerfen. Ja komm, machen wir jetzt das da mit Nahkampfabwehr. 5 plus. Ich nehm's jetzt. So, müssen wir jetzt 10 Runden warten. Aber er ist immer noch nicht da. King of the Vollzählig. Let us raid. Dann würde ich sagen, weiter. Ich will nur wissen, ob jetzt hier, er hat mir den Krieg erklärt, er wird ja was angreifen. Die Frage ist nur was. Hier brauche ich nicht kämpfen, da ist einfach zu wenig drin. Wird er vielleicht geschwächt sein, dann kann ich im nächsten Zug, wenn er jetzt hier meine Basis, Hauptbasis angreift, ach, da kommt noch mehr. Freibeuter von Port Royal. Ist aber nicht dieselbe Fraktion. Was macht der? Okay, der geht da runter. Dann gehen wir auch dahin. Kannst nichts rekrutieren. Yes, at once. Müssen wir ihn leider ausrüsten. Und dann war's das schon. Nächste Runde. Button?
Ja, gut. Die werden wahrscheinlich hier in irgendeiner der Städte wahrscheinlich hängen, ne? Dass uns alles den Krieg erklärt, damit habe ich ja schon gerechnet. Telefon? Ich bin nicht da. Gut. Ah, die streiten sich jetzt hier rum, oder was? Ja, er schwimmt wohl vorbei. Gut, er schwimmt weg. Das ist schon mal gut. Ich glaube nicht, dass er dann zurückkommt. Amalar. Die mächtige, uralte Seebestie greift alles und jeden an, Exzellenz. Was? Er hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Amarna erhebt sich. Küstenregion angegriffen. Amarna regt sich, seine Küstenregion Schäden erlitten, als die Bestie aus der Tiefe aufgetaucht. Krass. Das ist echt gut. Das heißt, irgendwann wird er auch da angreifen, wo wir quasi. Ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen mehr auf Verteidigung gehen. Und dann werden wir oben nach dem Schatz suchen. Dann können wir quasi schon wieder eine Runde beenden. Dann war es ja schon wieder. Die Einnahmen werden weniger. Wahrscheinlich war da die Stadt angegriffen. Ach, vielleicht ist ja auch unser Piratenversteck. Geht's ein bisschen kaputt. Müssen wir gleich mal gucken. Oh, eine andere Fraktion? Klärt uns auch den Krieg. Boah, sind die ätzend. Ehrenlose Vorräte. Ach, das andere Schiff ist da lang und das kommt jetzt zu uns. Curse my crowded psyche. Yes, Master. Gott, oh Gott, oh Gott. Very good. Ach, wir haben kein Geld mehr. Ja, wir müssen echt mal gucken, wie wir jetzt da weiter vorgehen. Na, kommen die Orks? Die Orks kommen. Ey, man kommt hier nicht weg. Das ist doch voll scheiße. Wie viel hat der? 13. Wir kriegen Verstärkung. Durch die Stadt, denke ich mal. Und er ist mir nicht mehr eh treu. Das heißt, ich gehe hier einfach weg. Wenn er mir eh gleich die Treue bricht, ist ja eh egal. Dann würde ich sagen, Runde beenden. Dann mal gucken, was die Orks machen. Gegnerische Macht ist zum Verhandeln gekommen und wünscht eine Änderung der gegenseitigen Verhältnisse. Erwägt ihr Angebot ja, mit Bedacht. Dann brauche ich vor denen erstmal keine Angst haben. Wir haben hier schon mit den Dingern genug zu tun.
Ich glaube, ich bin einfach zu ängstlich. Eine Persönlichkeit übernimmt das Kommando. Eine von Lothars extremeren Persönlichkeiten hat zeitweilig die Kontrolle. Ah, okay, okay. Assäffel. Krakensug als Zauber. 15% Waffenstärke. Mahlstrom. Oh, cool. Corsair of the Night. Jo. What is your demand? Dann wandern wir quasi. My madness is not weakness. Und da war's mit der Runde schon wieder. Viel hin und her gelaufen und Warterei, weil ich denke, jedes Mal, dass die Küsten angegriffen werden, wenn da Schiffe vorbei segeln, uns quasi auch den Krieg erklären. So, die Skaven haben halt den Echsen neben uns den Krieg erklärt. Er fährt weiter. Fährt vorbei. Ach, da kommt noch eine Fraktion. Oh, das ist ätzend. Du, ist mir jetzt aber egal. Du gehst da rein. On deck. Fallen deckhands. Und wir gehen King quasi... of the Vampire Coast. Wo soll hier der Schatz sein? Was ist das denn da? Schädelriff. Ich dachte hier oben vielleicht... Wir plündern erstmal hier. Oh, hat mir die Explosiven weggehauen. Ich hab dran gedacht, die sterben automatisch. Gut. Smash and grab. Ruin their hobbles. Ausrauben. Nicht ganz gut. Hier wollte ich noch. Okay. Crazy. Not stupid. Mission erteilt. Rätsel. Die Rätsel des Ralands. Findet den versteckten Schatz. Ja, ich will. Das ist wahrscheinlich hier. Oder ist es die Stadt selber? Entweder das oder die Stadt. I'm getting twitchy. So, können wir Tote erwecken? Wir können ihn einmal erwecken. It was never in doubt. Chance, eine zusätzliche Schatzkarte zu. Nee, wir wollen einfach nur Fraktionen. The stronger, the better. Oh, was haben wir denn hier? Verursacht Entsetzen. Okay. Freibeuter. Rettungszauber, Führerschaft. Ja, dann gehen wir den mal entsetzen. Und er kriegt was? An unknown quantity. Wer ist ja gerade in der Einheit drin? Materialisieren. Aus dem barbenden Nebel erhebt sich der Lightheim-Sucher und bringt einen schrecklichen eisigen Tod. Bonus King Country. Ermöglicht Angriffe mit beißende Kälte. Dann nehme ich das. Ich glaube, beißende Kälte war so ein Magier-Attacke. Ich wollte aber die Beute mit ihm teilen, damit er mir treu bleibt. Aber ist irgendwie nicht passiert. Okay. Problem ist, wir müssen, glaube ich, auf Wasser, wie gesagt, da hinzukommen. Er hat sich ja nicht bewegt, ne? Corsair of the Night. Time for battle. Time to
Speed. Mach mal Autokampf. Blood and plunder. You will obey. Jawohl. There is only my will. Echt gelohnt. Spoils for all. Alles, alles für die Treue. Standing by. All set. Scheiße. Ja, den Schatz finden. So, Schatz in der Tiefe. Wir haben 1000 von Erfahrung und 5000 Gold eingenommen. Those fools. Und das hätte ich jetzt gerne. Ab 30. Ach Gott, oh Gott. Ass erfüllter Schuss. Klingt auch gut. Und wir können bauen. Nahkampfabwehr. Plus 2 für alle Einheiten beim Verteidigen. Okay, klingt cool. Ermöglicht Rekrutierung von Zombie-Piraten-Artillerie. Ermöglicht Rekrutierung von Fledermäusen, finde ich aber doof. Aber vielleicht kriegen wir bessere Flugeinheiten. Oder meine Hunde. Deckarbeiter. Wir gehen diesen Strang, um an diese Wächter der Tiefe zu bekommen. Alles können wir eh nicht bauen. Müssen wir uns entscheiden. Ich gehe auf die Deckarbeiter. So, dann denke ich auch mal, soll es jetzt diese Runde gewesen sein. Und ja, es ist doch nicht so leicht, wie ich dachte. Einfach nur, weil hier der ganze See... Das ist alles voller Einheiten. Wir haben immer noch keine starke Infanterie. Das muss sich ändern. Mit Barbaren oder sonst irgendwie Orks. 14 Orks hätten wir vielleicht noch aufnehmen können. Wo die Troll und hier die Ork-Jungs, die Ork-Moschas, die würden natürlich uns zerfetzen, aber sind halt wenig und wir sind halt mehr. Aber hier haben wir 16... Ach, sind Menschen. Menschen dürfen wir noch kriegen, sind aber Kanonen dabei, das haben wir nicht. Egal. Wir müssen weiter bessere Einheiten uns beschaffen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Vergiss nicht zu liken, zu kommentieren, würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.